Hey Freunde, ich bin der Thema und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir Thulin gefunden und sind jetzt auf dem Weg hier oben in den Schneesturm. Wir haben die letzte Folge da drüben beendet. Ich will hier kurz noch den Schrein machen, weil wir brauchen heiliges Licht für mehr Herzen und mehr Ausdauer zu bekommen. Darum machen wir kurz hier den Schrein und dann gehen wir auf das Boot rüber und sehen uns das an. Schon mehrmals gesehen. Sprengender Punkt. Sprengender Punkt. Ah, muss auf die Dinge drauf schießen. Okay. Das macht Sinn. Das ist ein Boot. Das sind mehrere Boote. Das macht mich jetzt neugierig. Fahren wir jetzt. Ja gut, sein ganzer Loot ist gerade wieder nach unten gefallen. Perfekt. Nimm einen Holzbock und einfach mal mit, so als Ersatz. Wow, was zur... Okay, ein Trampolin. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt eher erwartet... Ah, da oben ist eine Kiste. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass das, ist, dass es einfach so uns irgendwo hinfährt, aber sieht so aus, als würde das Trampolin sein. Komm schon. Shit. Komm schon, das muss jetzt doch reichen. Nein, es reicht schon wieder nicht. So, nochmals. Und jetzt hier ganz nah bei der Kiste dran. So, jetzt hat es gereicht. Meine Güte, war das gerade ein bisschen mühsam. Ja, moin. 10 Holzpfeile. 10 Holzpfeile. Für diese Sache. Ja, moin. Ich hätte jetzt irgendwie einen Teil Rüstung gewartet oder so, aber nee. Dann halt eben nicht. Da hier noch eine Öffnung? Ne. Oh. Wo ist der Stein? Ah, da drüben. Mals, ich habe den falschen Knopf gedrückt aus Versehen. Zack. Sehr nice, das Ding ist offen. Und wir haben es.
Sehr nice. Jetzt haben wir ja schon einen ausgesehen. Zeiges Licht. Eines wieder. Wir brauchen noch drei weitere. Für mehr Ausdauer. Ich will jetzt erstmal einen zweiten Ausdauerring und dann pushen wir die Herzen. Vielleicht mache ich noch einen Stream, wo wir ein bisschen die Schreine farmen. Und so. Aber jetzt erstmal. Julen! Bereit machen! Wo müssen wir denn hin? Höchstwahrscheinlich darüber. Ah, okay. Dann waren wir eigentlich schon. Ich bin bereit! Dann waren wir eigentlich schon am richtigen Ort, aber. Wusste es halt nicht. Was befindet sich hier? Ah, eine Truhe! Was ist drin? Nochmal Holzpfeile. Meine Güte, warum? Warum immer nur Holzpfeile? Julen? Alles klar! No! Und direkt drüber. Perfekt. Bumm, da ist er tot. Lass mich nur machen! Hui! Da sind sie drüben, perfekt. Oh, nein. Oh, noch gekriegt. Was sind das? Beta-Krieger-Konstrukthorn. Stammt vom Kopf eines Kriegerkonstrukts, aufgrund der Axtform zum Schneiden von Ästen und Pflanzen geeignet. An einer Waffe befestigt, steigert es die Angriffskraft spürbar. Okay. Wie geht es jetzt nun weiter, ist die Frage. Höchstwahrscheinlich da auf die Plattform rüber. Julen? Alles klar! Los! Hä? Was muss ich hier tun? Ich muss das dort erreichen in der Zeit, aber wir wollen weiter, aber wie kommen wir weiter? Das ist meine Frage. Shit.
Ich hoffe, wir spawnen wieder oben. Weil ich werde jetzt aufklatschen. Hey, wie muss man dort weiter... Wie soll man dort weiterkommen? Wahrscheinlich muss man das Rennen machen, um dann... auf das Boot wieder zu... um das Boot abzusenken oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir sind wieder hier. Hier ist der Schrein. Wie sollen wir dort hoch? Wir müssen dann noch das Ganze erklimmen, aber... Lass mich nur machen! Gut, man müsste höchstwahrscheinlich hochklettern. Ich bin bereit! Falsch. Erwischt. Das haben wir schon gelesen. Genau, wir müssen höchstwahrscheinlich hochklettern. Wäre jetzt so eine Idee. Ja, das war's. Wir müssen hochklettern, nur... Alles klar! Wir fliegen noch gerade ein bisschen weiter. Wir hier an denen vorbei. So, ein bisschen abgekürzt. Boah, der war knapp. das Botenklettern. Oh, ist es zu weit weg? Höchstwahrscheinlich. Ja, dann ist, glaube ich, Klettern angesagt. Ich glaube, man sollte die Blöcke... Genau. Oh, ups, das war ein bisschen tiefer Sturz. Man muss, glaube ich, die Blöcke hier... Genau. Blöcke... Ah, einfach stapeln. Dann sollte das, glaube ich, schon reichen. Ja, das reicht schon. Manchmal kann ich mich mit der Lösungsfindung ein bisschen schwer tun, aber... wie jetzt weiter? Okay, das macht Sinn. Fliegen wir rüber. Das ist eine Truhe, aber wie kommen wir hoch? Ah, unten. Soll ich eigentlich nicht? Nicht mein Plan. Okay, der Angriff kam unerwartet. Ich kann halt das Kampfsystem mit dem Schild nicht, mit dem Ausweichen. Ich bin zu schlecht dafür. Das ist ein bisschen das Belastende. Ich kann irgendwie nicht mit dem Ausweichen-Mechanismus, Dingsbums, Kampfsystem arbeiten. Ich bin zu unfähig. Ich mach's einfach so, das reicht schon. Truhe! Zack.
Eiweißreisekochtopf und den habe ich genug. Und den Dingen habe ich wirklich genug. Ist ein bisschen wackeliger Turm. Aber es sollte reichen. Es sollte schon reichen. Ja, das reicht. Wie hoch? Da wäre von hier aus, wenn man dann rübergekommen zur anderen Plattform, bevor die die Kiste aufgemacht haben. So, wo bleibt Gulen hier? Alles klar! Perfekt, okay, wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns, so wie es aussieht. Ja, so wie es aussieht, haben wir noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Lass mich nur machen! Hier sieht es ein ganz komisches Ding. Bogen nehmen wir mit. Ah, und er hat gerade eine Waffe kombiniert. Flammenkeule, Waffentasche ist voll. Falsch. Falsch. Wo war nochmal das Inventar? Oh, jetzt habe ich aus Versehen gespeichert. Oh. Ja, Mann, jetzt kann ich das Inventar nicht mehr öffnen, oder wie? Ey, come on! Ah, so ist das Inventar, genau. Ja, genau. Auf dem Boden. So. Ich mach das schon, Link! Und da unten dran ist das Boot. Das brauchen wir auch, das Boot. Um darüber zu fliegen. Ist gerade für hier. Ja, aber wie machen wir das hier kaputt? Ah, vielleicht wenn wir ein Block durchfallen lassen. Genau. Dann können wir durch. Perfekt. Und hier rüber. Direkt durchs Eis gebrochen. Hüpf und hoch.
Zuerst mal die beiden weggeschossen. Kakuta-Flügel. Große, aber leichte Flügel eines Kakuta ohne an einer Waffe oder Pfeilen befestigt, lässt er sie beim Werfen bzw. Abschießen weiterfliegen. Kakuta-Auge. Visiert permanent bewegliche Ziele an. An einem Pfeil befestigt, erhöht das Auge die Treffwahrscheinlichkeit. Koche es mit Kleinkriterien, Medizin herzustellen. So, dann hier wieder runter. Zack. Und nochmal hoch. Und dann hier zu dem Gebäude. Was haben wir hier? Ich brauche einen. Einfach, ganz einfach so gemacht. Brustling. Und das hier für Fische. Oh, Fisch! Rostforelle, blaue Forelle, die kaltes Wasser mag. Ihre Haut enthält kühle Partikel und als Kochzutat steigert sie die Widerstandsfähigkeit gegen Wüstenhitze. Wir nehmen noch kurz von denen ein paar mit. Fisch. 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 So. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns, wir gehen in der nächsten Folge weiter. Es geht noch, ich glaube, in der nächsten Folge erreichen wir das Schiff. Hätte ich gesagt, wir gehen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne meine anderen Projekten vorbei in nicht The Legend of Zelda. In Hogwarts Legacy, in The Last of Us oder in Roblox Stars, hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal.